Nächster Redner ist David Lassar von der FPÖ. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin an und für sich sehr froh, dass wir heute auch einmal über eines der dunkelsten Kapitel von Österreich sprechen können. Mein Vorredner hat ja schon gesagt, dass es eines der dunkelsten Kapitel war. Ich kann nur sagen, endlich sprechen wir auch hier darüber. Endlich geht man auch daran, den rund 10.000 von den Nazis in dem kleinen Ort Mali Trostinec, der ja bis heute fast niemandem bekannt war, wirklich einmal daran zu gehen, hier ein würdiges Denkmal zu schaffen. Vielleicht eine kleine Replik, die wir auch schon gehabt haben, aber ich möchte es vielleicht um ein weiteres ergänzen. Das heißt, zwischen November 1941 und Oktober 1942 stellte die sogenannte Zentralstelle für jüdische Auswanderung dazu, die Menschen zu die israelitische Kultusgemeinde zu benachrichtigen, die jüdischen Menschen benachrichten, dass sie sich in einen Sammellager einzufinden haben. Von dort aus ging es dann zum Aspang-Bahnhof, von wo dann die Züge abgefahren sind, die dann Richtung Mali Trostinec dort hingefahren sind. Unmittelbar nach der Ankunft Mali Trostinec wurden den Menschen ihr letztes Hab und Gut dann abgenommen. Dann wurden sie zu den Erschießungsplätzen gebracht. Sie mussten sich vor Gruben aufstellen und wurden erschossen und in Gruben geworfen. In dem Waldstück Mali Trostinec wurden von den insgesamt 65.000 von den Nazis ermordeten österreichischen Jüdinnen und Juden rund 10.000 ermordet. Mali Trostinec, meine Damen und Herren, das ist ganz wichtig, war kein Konzentrationslager. Mali Trostinec war ein Vernichtungslager. Rein zum Zwecke der Ermordung von Juden ist das dort gemacht worden. Von den aus Wien deportierten Jüdinnen und Juden überlebten rund 17. Aufgrund der Tatsache, dass es fast keine Überlebenden gibt, blieb der Ort natürlich auch sehr lange unbekannt. Meine Damen und Herren, und ich sage Ihnen das in ganz Deutlichkeit, es ist unsere Pflicht, vor allem Österreich, vor allem die Pflicht des offiziellen Österreichs hier im Parlament für unsere Wiener Jüdinnen und Juden, die in Mali Trostinec ermordet wurden, sich dort, dass man dort eine Gedenkstätte auch dementsprechend errichtet. Ich glaube, das ist mehr unsere Pflicht denn je. Weil eines muss man auch sagen, leider hat es ja gedauert sehr, sehr lange. Und man muss bedenken, dass heuer 75 Jahre, der 75. Jahrestag der ersten Deportationen ist. Das wissen ja auch die wenigsten. 75 Jahre der ersten Deportationen. Und es ist heute wichtiger denn je, nicht zu vergessen und an die Opfer dieser schrecklichen Gedenken zu ermorden, die Ermordeten zu gedenken. Ich danke Ihnen vielmals. David Lassar von der FPÖ sagt, es sei die Pflicht der Österreicherinnen und Österreicher, den ermordeten Juden von Mali Trostinec ein Denkmal zu errichten.